So, ihr Lieben, wir haben noch ein kurzes Interview mit dem Sprecher von heute. Und da lasse ich mal meinen Assistenten. Ich finde das so geil. Nein, pass auf, eigentlich organisiert Sven viele Sachen selber. Also er macht auch Demonstrationen, Autokorsos, Kundgebungen. Ja, na, Wien, ja. Vielleicht auch so schön, wenn sich keiner für irgendwas zu schade ist. Darum geht's ja mit. Ja, er unterstützt mich auch regelmäßig bei meinen Streams. Das ist natürlich für mich immer tatsächlich ein Mehrwert, ne? Als wenn ich nur alleine hinter der Kamera war. Mich will keiner vorne sehen, das kannst du glauben. Also ich erschrecke die Menschen. Jawohl, immer. Mahlzeit. So, gut, jetzt kommt. Seit wann machst du das hier? Hier in Eberswalde seit November 2021. 21, genau. Zur Großzeit wart ihr 2400, habe ich gelesen? Ja, 2400 knapp. Okay, und jetzt sind 20, ja, 10, 30. Ja, so 10 bis 15, sage ich mal. Was erwartest du noch von diesem Land? Du sprichst ja sehr viel aus dem Herzen. Ja. Du machst dir Gedanken, natürlich guckst du auch viel, so der Gemütsmensch, jetzt muss ich das mal rauslassen. Ja, nee, so. Deswegen sind ja auch bei dir immer zwei Polizeiwagen hier, die dich genau beobachten, was du da so sagst. Ja, Staatsfeind halt. Genau. Wo vermutest du, geht das hier hin? Ja, ich vermute schon, dass die Reise in die richtige Richtung geht. Ja, also nur weil hier nicht so viele sind, man kriegt es ja in seinem Bekanntenkreis mit, die Leute wissen, dass irgendwann schief läuft. Mhm. Ja, die sind einfach, habe ich gerade auch schon mal gesagt, einfach noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich muss was unternehmen. Ja, aber ich denke schon, dass es nur mehr werden kann, weil jemand, der wach ist, der schläft nicht wieder ein. Wir waren 2020 montags, die ganze Woche, Montag bis Freitag, circa 500.000-600.000 Menschen auf der Straße. Wir sind jetzt montags oder die ganze Woche, wenn es hochkommt, 5.000. Wann kommt die Angst? Wo war die Angst 2020, wo sie jetzt nicht mehr ist, obwohl die Situation schlimmer wird? Also die richtige Angst, die kam ja eigentlich erst 2021, ja, als es halt um die Impfpflicht ging, ja, wo sie gemerkt haben, ich kann mich davor nicht drücken, ja, ich kann da mich nicht irgendwie durchschlängeln. Und das war der Grund damals, dass so viele Menschen auf der Straße waren. Und das kann erst wieder passieren, wenn irgendein Ereignis stattfindet oder die Regierung irgendwas macht, was alle bedroht in ihrer Existenz, was ja eigentlich jetzt schon so ist, aber einfach von den Medien so runtergespielt wird, dass die Leute, das kommt bei den Leuten nicht an. Ja? Die Leute, solange dieses System irgendwie funktioniert, ja? Wenn es vor 3 Jahren konnte sich jeder noch 100 Bier im Monat leisten, ich sage mal, red immer Bier so gerne, weil das ist bei den meisten Deutschen ja eins der Lieblingsgetränke. Und wenn sie sich jetzt noch 50 leisten können, sind sie glücklich. Und ich glaube, wenn sie sich noch 10 leisten können, sind sie auch glücklich. Aber wenn es bloß noch 9 werden, dann stehen die Leute wieder da. Und das ist einfach auch der Grund, warum ich das hier weitermache. Struktur halten. Ja? Also wenn das Kind richtig in den Brunnen fällt und der Tag kommt, ja, wenn die Lieferketten zusammenbrechen, whatever, was da noch passieren kann, dann wissen die Leute, Moment mal, da war doch was. Ja? Das hören wir jetzt, ich glaube, zum 3., 4., 5. Mal. Jetzt muss ich auch eingreifen so ein bisschen, weil ich bin ja kein Normaler. Ja? Also die Angst war 2020 riesengroß. Ich bin seit März 2020 auf der Straße. Ja, seit August. Seit September 2019 beschäftige ich mich persönlich mit diesem Thema, mit dem ganzen Thema, was hier sozialkritisch und mit Corona losging. April war meine erste Demo und im November, Dezember 20 hatten wir in Berlin die meisten Menschen auf der Straße, die meisten Autos auf der Straße, die aufgeklärt haben. Deutschlandweit war und nach der Impfpflicht ging dieses Aufkommen der Menschen um fast 60% zurück, weil die Menschen dann gesagt haben, es ist alles vorbei, wir bleiben jetzt zu Hause. Und so ist es weitergegangen. Also, global, okay. Aber wo geht es nach deiner Meinung hin? Also wir müssen ja einen Grund haben. Also wir erleben viele, viele Symptome in diesem Land, über die wir ja sprechen, über die du auch sprichst. Wo siehst du die Ursachen? Also gibt es bei dir eine Ursache oder ist es einfach so, weil sie es eben mit uns machen wollen? Nein, sage ich jetzt einfach mal. Die Ursache ist einfach ihre jahrzehntealte Agenda. Ja? Sie wollen das mit voller Absicht machen. Ich finde es immer ganz lustig, wenn sie im normalen Fernsehen, so nenne ich es, immer sagen, ja, passiert, weil es aus Versehen gewesen ist oder der ist dumm, der Politiker. Nein, sie verfolgen ein Ziel. Und ihnen ist jedes Mittel recht. Und deswegen, weil sie auch wissen, dass sie es mit den Menschen machen können, im Prinzip war Corona ein Testlauf. Ja? Sie haben genau geguckt, wie weit können sie gehen. Sie sind bis zur eventuellen Impfpflicht gegangen, haben gemerkt, okay, die Sache kriegen wir nicht mehr in den Griff. Die hatten Angst vor Volksaufständen. Ist ja mittlerweile alles raus durch die RKI-Protokolle. Es war ein Testlauf. Ja? Und dass es damals so eingebrochen ist, nachdem die Impfpflicht weg war, ich glaube nicht nur, dass es an der nicht vorhandenen Impfpflicht war, weil wir haben das hier selber erlebt.
als der Ukraine, die Spezialoperation in der Ukraine losging, da habe ich hier das erste Mal von was anderem gesprochen als von Corona. Und sofort wurde uns hier von Geschäften die Unterstützung entzogen. Die Teilnehmerzahl hat sich halbiert. Also die Regierung hat einfach wieder und die Medien haben einfach wieder ihr beliebtes Werkzeug der Spaltung angewandt. Und die Leute, die vorher wussten, die Regierung und die Medien belügen mich bei Corona und wollen mich unter Druck zu einer Impfung zwingen, haben plötzlich den Medien wieder geglaubt. Ja? Also die waren irgendwie nur kurz wach. Ja, also nicht richtig, haben dann wieder den gleichen Leuten geglaubt, von denen sie einen Tag vorher noch wussten, dass sie gelogen haben. Und das war einfach ein Zusammenspiel von den ganzen Werkzeugen, die die Regierung so auffährt. Ja. Wenn wir jetzt sagen, 82% der Deutschen vertrauen der Bundesregierung nicht und über 75% der Bevölkerung glaubt den Medien nicht mehr. Könnte man damit kommen, dass es nicht das, was du sagst? Wo ist deiner Meinung nach dieses Ziel, wo sie hinwollen? Im Prinzip ist es doch schon das, was ich sage. Weil ich sage ja ganz klar, die meisten Leute wissen, hier stimmt was nicht. Ja, also ich denke, das ist auch unser aller Verdienst, die seit 2020 auf der Straße sind. Aber sie sind einfach noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich muss was unternehmen. Weil sie entweder denken, bringt ja eh nichts, oder einfach nicht an diesen Punkt kommen. Weil das System, sie haben Essen, sie haben immer noch ein warmes Wohnzimmer. Solange das sich nicht ändert, kommen die Leute nicht an den Punkt zu sagen, ich muss was unternehmen. Jetzt sagt ihr vielleicht mal als Demo-Veranstalter, was wäre es nicht mal ein Ziel, auch für dich oder für euch als Team, euch genau die Agenda 2030 mal anzuschauen? Weil wenn ihr euch die anschaut, die besteht aus 17 Punkten, dann weißt du, wo das Ziel ist. Weil diese Agenda 2030, mittlerweile 2040, was alle Politiker sagen, dass dieses Land hier zerstört werden soll. Na klar, also darüber reden wir hier regelmäßig. Genau. Die Agenda 2030 ist heute zweimal genannt worden. Also nicht Agenda 2030, aber eine Agenda wurde genannt. Aber wie wäre es, wenn wir den Menschen die Agenda 2030, explizit 2040, näher bringen? Weil die Menschen verstehen es nicht. Ja, das ist leider so. Achso, du hast ja ein Mikro. Ja, brauchst du ja nicht mehr hinhalten. Wir haben hier natürlich schon hunderte Mal auch diese Agenda aufgedröselt. Kann ich natürlich nicht jedes Mal machen, ja, weil dann ist für alles andere kein Platz mehr. Hast ja gesehen, ich hatte einen Zettel und das war so viel und das ist jede Woche so viel. Ja, und das ist immer noch 10% von dem, was ich eigentlich sagen müsste. Man muss halt kicken, dass man das sagt, was wichtig ist. Und natürlich gebe ich dir vollkommen recht, zur Agenda 2030 oder 2040 ist natürlich die Agenda, um die es geht am Ende. Ja. Man muss sich überlegen, wie kann man die Leute aufklären. Hier, die 10 Leute, die hier stehen oder die hier vorbeilaufen, da können wir keine Aufklärung mehr groß machen. Ja? Man müsste großflächige Flyer-Aktionen, Themenabende machen, aber dafür müssen halt auch die Menschen da sein, die sich vorher mit dem Thema explizit auseinandergesetzt haben, um das eben auch nicht abgelesen, sondern aus dem Herzen, wie du so schön gesagt hast vorhin, den Menschen nahe zu bringen. Und natürlich ist das auch unser Ziel. Ja? Also wenn hier wieder mehr Menschen sind, dann kann man die Sachen auch wieder ein bisschen intensiver beleuchten. Ja. Aber im Moment kann man das ankratzen, ja? Muss die aktuellen Dinge nennen, weil sonst, wenn ich jedes Mal das Gleiche erzähle, dann kommt halt noch weniger. Und das hast du ja gesehen, heute war wirklich schon... Ja. Kein Problem, macht weiter, Didi, macht weiter. Ja, gleichfalls. 20 dann hier, über 250, 300 waren in den Chats drin. Ja, selbst Ignaz hat uns wieder übertragen, der Montags, der jeden Montag spazieren läuft. Ja, der unsere Demo auch immer. Ja, aber wenn er hier kein Streamer ist, dann ist es schade, wenn er da außen ist. Wir haben irgendwann mal gesagt, wo wir so viel auf der Straße waren, jetzt brauchen wir die Streamer nicht mehr, die Menschen sollen rauskommen. Ja. Mittlerweile brauchen wir alle wieder die Live-Berichten und dass die Menschen... zu Hause sehen, ui, da ist noch was anderes. Ich will mal sagen, was wir hier gemacht haben, wo wir noch so viel dran. Wir sind hier wirklich in die Wohngebiete gegangen, ja, also wo Blöcke stehen zum Beispiel, wo man viele Menschen erreicht. Und dort haben wir eben die Menschen direkt angesprochen. Ja, also wir haben zum Beispiel, und deswegen... so wie es sein muss. Genau. Und deswegen muss ich hier auch weitermachen, weil selbst wenn hier nur 5 stehen würden, wir haben Videos teilweise, die wurden bei TikTok über 300.000 Mal gesehen, ja, mit unseren Sachen, die wir so erzählt haben. Mhm. Nicht nur einmal, sondern oft. Ja, wir haben sogar Videos, wo ich hier über Ukraine und Russland gesprochen habe, die wurden auf einem rein russischen Kanal über 300.000 Mal gesehen. Mhm. Und deswegen ist auch das, was ihr macht, so wichtig. Ja. Man kann immer über solche Medien jemanden erreichen, der vielleicht das Zünglein an der Waage ist. So wie der Schmetterling, der über Meer den Tornado auslöst. So kann man genau den erreichen, den zu Herzen geht und der die Kontakte und Verbindung hat, mit groß zu machen. Ja, und deswegen ist eure Arbeit genauso wichtig wie unsere Arbeit.
Und deswegen kann ich nur noch mal warnen. Ja, ich mache beide Arbeiten zusammen. Ja, ist ja noch besser. Ja, ist ja noch besser. Ja, wir sollten Menschen bleiben und auf Menschen, genau, auf uns Menschen setzen und nicht mehr auf irgendwelche Köpfe am besten. Und dann werden wir es schon hinkriegen, wenn wir es menschlich wieder auf die Straße bringen, denke ich mal. Vielen Dank, Didi. Ja, gerne. Vielen Dank auch an euch. Einen schönen Feierabend. Wünsche ich dir auch.